Moin moin liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde American Truck Simulator Multiplayer. Natürlich mit dabei vor mir der Loda. Moin. Im Hintergrund sehen wir noch den Reckel. Hallo. Schon unterwegs ist der Monk. Moin. Und ich vergesse hier gar keinen. Der Blumkin ist jetzt auch im TS verfügbar. Hallo. Der PMV im Chat, den solltet ihr wahrscheinlich auch gleich sehen. Da schreibt es schon Huhu. Und der Wasserbeutel ist auch da. Loda, auf geht's. Loda ist immer noch Führer Bunker Hauptquartier. Er macht das sehr gut. Könnt ihr auch gerne mal was zu schreiben in den Kommentaren, ob euch das so gefällt, ob wir das so weitermachen sollen oder ob wir das lieber anders machen sollen. Ihr wisst ja, Kritik ist immer gut. Positive Kritik ist die beste. Negative Kritik ist zur Verbesserung da. Aber bitte nur konstruktiv, bitte keine Quatsch, Kritik. So, ne? Klatsch und Tratsch. Oh nein, nicht umfallen. Dankeschön. Und keiner war dabei. So, wir fahren jetzt über Holbrook. Da liefert der Monk, der ist eben schon mal ein bisschen vorgefahren, damit wir uns das nicht angucken müssen. Wie er da einparkt, ist er schon mal extra ja, ich vorgefahren. Gerade umgefallen. Echt? Ja, das wäre ja Epic-Fail gewesen. Ja, 200 Meter davor. Ach, ganz vergessen. Der Patre Nominus. Ist ja. Er rausgegangen aus dem Deck? Voll vergessen. Sorry. Mach doch nicht. Bin ich nicht gewohnt, Mann. Echt. Du warst schon so weit weg. Da ist er wieder. Also hallo! Ich glaube, bis ich mit dem Einparken fertig bin, seid ihr auch hier. Klappt mit dem Einparken? Das ist diese komische Ecke. Ah, die schöne ja, Ecke. Ja, ist doch schön. Dann sind wir ja gleich auf jeden Fall noch da, bevor du fertig bist mit dem Einparken. Also wir fangen jetzt gleich die Aufbahn aus. Ja, ich habe ja diesen Trailer, das ist echt schwierig. Ja klar ist das schwierig. Es ist ja auch Einparken mit Skill, ne? Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Jetzt kann ich ja mal, wir sind ja genug hier im TS. Was würdet ihr davon halten, wenn wir mal so ein bisschen so Herausforderungsparken machen? Dass wir jetzt, was weiß ich, wir suchen uns irgendwo einen Parkplatz, wo keine No-Kollisionszone ist. Also wo man kollidieren kann. Ja, der hat die Kurve zu lang genommen. Und wir dann so ein bisschen so eine Art Parcours aufbauen und man muss den LKW dann genau zwischen zwei LKWs parken, ohne irgendjemanden Schaden zuzufügen. Das ist so eine Idee gewesen, die mir mal in den Kopf geschwirrt ist. Wo dann halt. Ich hätte Lust dazu. Was denn? Ich hätte Lust dazu. Das ist schon mal gut. Oh, Motor Fehlfunktion. Ich wäre auch dabei. Ja, Lola, bei dir, du bist ja sowieso schon immer mit dabei. Das ist auch gut so. Also soll nicht heißen, dass es selbstverständlich für mich ist, sondern dass ich froh bin, dass ja, wir schon mittlerweile ein Team gut zusammengestellt haben. Und ich glaube, wenn wir im Winter nachher wirklich die Konvois machen, dass wir wirklich viel Besucher hier haben werden. Zum Mitfahren und denke auch im Stream. Guck mal, der Arzt sagt auch schon, gute Idee. Ach nee, der Ratze ist es ja. Doch, ups. Ratze, oder? Ja, Ratze. Sorry. Oh nein, ihr kommt. Ja. Ja, dann haben wir noch einen kleinen Abstand auf. Ich bin schon da. Naja, aber dafür bräuchten wir halt so mindestens schon drei Leute, die den Parcours sozusagen stellen. Das würde ich natürlich dann auch mitmachen. Ich würde auch gerne dann halt selber das Parken machen. Achso, jetzt schon die Alpha, ne? Boah. Ey! Was ey? Da ist der Monk. Ja, extra schon an der Seite gefahren. Also du kannst mir ruhig reinfahren. Ich mach so viel Millionen mit meinen Fahrern. Oh, Wasserbeutel muss ja auch abliefern. Ja, das Doofe ist immer nur, dass man dann weg ist, weißt du. Ich mach auch Warnblinker hier an. Blinky Dinky. Ob jemand schon diesen Coca-Cola-Truck gemacht hat? Mit Sicherheit. Höchstens.
Da muss ich noch mal gucken, ob ich sowas finde. Salomon? Wo sie ich glaube, für ETS und Singleplayer gibt es den schon. Das wohl ich. Ich weiß nicht, wie dieser Name jetzt da steht. Achso. Wahrscheinlich über Steam wahrscheinlich. Ja, einen falschen Namen ausgewählt. Es gibt ja mehrere. Ich nehme mal einen Auftrag kann. Jetzt mit. Ja, mach das doch. Ich kann dir mal gucken, ob ich da auch noch Fragen kriege. Danke, Ratze. Am besten wäre nach Caliente, Pape oder Grand Canyon. Ich habe jetzt was nach You machen können, scheißegal. Oder einfach irgendwas annehmen. Einfach irgendwas mitnehmen und mitfahren. Ich glaube, da tut sich jetzt nicht mehr viel. Damit schön aussieht. Ja. Finde ich sehr gut. Oh! Oh mein Gott. Mein Licht ausgemacht? Ne, mein Licht ist an. Da ist der Monk. Wasserbeutel holt sich auch nochmal was. Dann schließen wir uns natürlich wieder an. Monk, was macht deine Leitung? Läuft alles, oder? Ja, ja. Nicht, dass ich gleich da in deinem Trailer aufgeladen werde. Fump. Also wenn ich nicht selber fahre. Ich stehe gleich hinter der Leitplanke. Wo ist hinter der Leitplanke? Werdet ihr gleich sehen. So, Wasserbeutel Licht an. Warte mal, wieder vorgefahren für die Kamera. Klunkin holt auch noch links. Ein Trailer oder was? Ja. Also mit den Autos kann ich halt einfach. So, wie heißt das? Wirklich gute Kamerapositionen machen, ohne dass du irgendwas siehst, dass jetzt ein Auto oder so dran beteiligt ist. Also dass es wirklich so aussieht, als wärst du da mit freier Kamera. Ja. Ja, dafür ist die Flycam immer ganz gut. Ah, die nütze ich nicht so gern. Okay, auf geht's. Jetzt haben wir sogar nochmal eine Aufnahme bei Nacht. Ist doch auch schön. Ja. Der einzige Nachteil, man sieht nicht immer sehr viel. Wir haben sonst immer, zu Anfangszeiten haben immer Amix und ich das gemacht und meistens haben wir uns dann so zwischen 21, 22 Uhr getroffen und auf der Serverzeit ist es meistens hell. Da habe ich gedacht, wir haben das genau hier im Dunkeln gefahren. Total komisch. Ich habe fährlich für dich angemacht. Nochmal bitte. Ich habe fährlich für dich angemacht. Siehst du jetzt genug? Ich sehe auch so genug. Adlerauge. Nö, ich habe selbst gar nichts an. Ach, da stehst du. Kommt einfach nur hammerhart. Ja, selbst nur ein kleiner Konvoi, ne? Haut die besten Sachen raus. Aber selbst klein ist auch nicht so. Also wir sind ja 8 Leute immer noch, ne? Das ist ja auch nicht gerade unbedingt klein. Angenehm. Ja, ich finde es auch. Das ist eine sehr angenehme Größe. Also ich schätze mal so 8 bis 10 ist immer eine sehr gute. Da bin ich jetzt drauf gefahren. Da war was. Da war was im Wald. Ah. Du bist vorbeigefahren. Ich hab mich schon nicht gefragt. Nicht hinterherfahren. Nicht hinter Lothar, ja, umdrehen. Oh. Hier links, ja? Hier links? Ja. Ja, bin ein Stück weit. Ich wusste gar nicht, dass man da längs fahren kann. Da hinten kann man auch nicht auf so einen Platz. Konnte man auch nicht so gut sehen. Das ist ja gut. Cool. Schön fertig fahren hier, Alter. Das ist doch mal Action. Wie cool, ey. Hier bin ich noch nie gewesen. Also noch nie längs gefahren. Lothar fahr auch an mir vorbei, ne? Ich tippe mal, hier ist noch keiner von uns gefahren. Ja, Regel bleibt stehen, alles gut. Ja, ich wollte noch ein bisschen weiter an den Rand fahren. Sollst du aber nicht. Mach ich trotzdem. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich glaube, so viel war hier auf dem Feld, wie ich noch nie los. Warum steht ihr hier? BVM, ich bräuchte ein bisschen Platz. Wir warten auf den Loder. Ach ne, Loder ist da. Ja, der muss erstmal ein bisschen Stanglinie fahren. What? Ich dachte, du musst einen abliefern. Oder ist Loder nur vorbeigefahren? Er ist nur vorbeigefahren. Hast die Ausfahrt nicht gesehen? Loder hat gefailed. Komm wieder. Ja, mach nichts. Das ist ja das Schöne bei uns. Oh, ey, Alter, wer hat hier abgeschossen? Ich hab dich auch gerade hüpfen sehen. Pop, pop. Wie so ein Lowrider. Habt ihr meine Trailer gesehen im Ankündigungsvideo?
Ja. Hops, 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 hops. Fand ich sehr cool, ey. Boah, Alter. PMV, ich lass dich dazwischen. Hauptsache, hier ist es eine Hauptstraße, ja? Und die Hauptstraße endet am Zaun. Da kommt gleich noch ein Feldweg wieder. Und vor uns auch noch ein Zaun. Was ist das denn für eine Hauptstraße? Wer weiß, wo es da hingeht. Also ins Binter ist vielleicht da einfach durchgefahren, ne? Irgendwo müsste auch hier die geheime Trucker-Rennstrecke sein. Nee, nee, nicht ganz Taxi. Warst du da schon? Na klar. Wir wollten auch schon eine Rennaktion machen. Aber es ist halt immer so ein bisschen sehr viel Aufwand, das alles zu organisieren. Ne? Du musst halt Hilfsunterstützer haben, die das alles so ein bisschen mitmachen, damit keiner da so ein bisschen am Durchdrehen ist. Du musst halt sehen, wie nett du das gerade betont hast. Dass der Server nicht zu voll ist, dass du da keinen belästigst, weil es ist keine No-Kollisionszone. Und ja, das müssen natürlich nur LKWs mitmachen. Ja, auch das ist meine Devise, meine Meinung. Ja, ein Safety Car braucht man immer. Ja, ein, zwei. Damit die ein bisschen abschwärmen. Aber der größte Teil sollte trotzdem mit einer LKW da sein. Ja, genau, also wenn halt Unfall oder so passieren, damit es halt realistisch bleibt, der eine fährt mit einem Safety Car vor, dass die alle langsam tun, und der andere räumt die kaputten LKWs weg. Also wir haben hier keinen Spin-Tire, also man kann hier niemanden abschleppen, ne? Leider. Leider. Also die Leute hinter mir, ein kleiner, schon mal gesagt, ich gebe keinen Gas und ihr kommt nicht hinterher. Also ich bin bei 66 Meilen, jetzt komme ich gerade ran. Aber ich habe mir schon gedacht, dass du irgendwann merkst, dass wir nicht mehr da sind. Ja. Ja. Ich habe schon seit 2 Minuten kein Gas mehr gegeben. Ich glaube, mein Typ schläft gerade ein, das Bild wird immer schwarzer. Boah, Alter, schön, was ist das da? Rennfahrer, Wasser. Da ist auf jeden Fall einen, den man mal reporten kann. Bei einer mit dem Anhänger, ein Auto. Ja. Aber es bringt nichts zu reporten in Game. Musst du ein Video von machen und das Video melden. Haben wir. Ja, könnt ihr gerne verwenden. Ich bin also mal ein bisschen auf den ihre Gegenfahrern gewesen. In dem Stream haben wir ja nicht viel verkehrt gemacht. Oh, ich bin falsch gefahren. Deswegen kommst du nicht ran. Bist du links rumgefahren? Ich bin auf einmal in Grand Canyon. Eben. Ja, ich habe Grand Canyon Village erreicht. What? Wie hast du denn das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Bist du geflogen? What the fuck? Was mache ich hier? Das ist jemand auf der Autobahn gewesen. Wahrscheinlich Werkstatt, oder? Regel ist die 99, du. PMV ist die 44. Was haben wir denn noch? Wasserbeutel 111, einen ausgeben. Ich bin jetzt 18. Und ich bin auch noch die 66, ey. Voll die Doppelzahlen hier. Die Schnapszahlen. Fahren wir wieder zurück. Aus der 7 komplett andere Richtung gefahren? Ja, okay. Aber ja, wir fahren jetzt den Rest. Auf einmal, an der einen Kreuz hat mein Navi alle Straßen als rot markiert. Dann habe ich gedacht, ich fahre einfach mal in irgendeine Richtung. Dankeschön, mein Schatz. Naja, wir sind jetzt gleich oben bei Tangente. Na, da fahre ich gerade hin. Kommt hier links wieder so ein Feldweg, oder was? Bitte. Nee, hier vorne links geht's zu einer Abladestelle. Ach so. Und hier vorne ist wieder eine Schranke. Oh. Puh. War noch rübergekommen. Ja, Wasserbeutel, gib mal die Adresse, wir kommen gerne. Ich auch. Was hat er geschrieben? Hab ich gar nicht gesehen. Kommt vorbei, er gibt einen aus. Ja, das war eine gute Idee. Ich würde sagen, wir kommen alle nächstes Jahr zur Gamescom und dann gibst du uns einen aus. Oh, erstmal Gamescom. Ja, Motorshow. Gamescom fahre ich nächstes Jahr hin. Wenn ich mir Urlaub für nehme und dann fahre ich nächstes Jahr zur Gamescom. Ich werde auch einen fahren. Ne? Mit der 66. Ich gebe dann auch einen aus. Natürlich gibt Kante einen aus. Tüte Haribo. Kante kann ja ein, wie heißt es, Community-Treffen machen an der Gamescom. Ins Restaurant, dann lädt er seine ganze Community ein. Nee, andersrum, wir laden ihn ein. Ins Restaurant, Alter. Ich kann euch alle hier zu McDonalds einladen, Hamburger oder. Wir laden Kante ein. Ah, das ist schön. Sag ich natürlich nicht nein, aber ich fahr so oder so hin, ihr braucht mich nicht einladen. Und Snaps. Gehst du an den Pressetagen oder gehst du an normalen öffentlichen Tagen? Ich kann es dir noch nicht sagen. Ich werde mir komplett Urlaub nehmen.
Ich habe so eine E-Mail geschrieben und ich muss da noch auf Antwort warten, bevor ich da irgendwas zu sage. Also bevor ich irgendwas bekannt gebe, sagen wir es mal so. Patrick, wir verlassen jetzt Kaliente. Ich fahre euch entgegen. Aber vorher muss es noch T-Shirts von dir geben. Was musst du zur Tanke? Fahr euch entgegen. So. Jeder, der von Kante eingeladen werden will, muss 5 Euro spenden. Okay. Pass auf, okay. Nein, nein, es muss niemand spenden. Ich bin jetzt, wo bin ich jetzt? Sie werden müde, finden Sie eine Parkmöglichkeit, halt die Schnauze, ich will nicht schlafen. Mit 4-0 hinten dran, ne? Ich bin jetzt im Park. Hör auf mit dem Quatsch, Alter. Page. Natürlich ein Komma zwischen 2-0. Ja, da sind hat wir auch schon mal einer getrollt, oder nicht? Und hat da irgendwie was bei 5000 Euro gespendet oder so. Ja. Wo ist der Grand Canyon? Ich finde den Grand Canyon nicht. Das war dauert noch ein bisschen. Ist ja auch dunkel. Nicht, es ist dunkel. Wir fahren ja nicht direkt oben gleich schon Grand Canyon. Grand Canyon ist wirklich da oben bei Grand Canyon Village. Und bei Page oben, glaube ich, fängt Grand Canyon, glaube ich, an. Hast du da auf dem Schild? Warum? Hey, ich bin jetzt in Page. Ich bin innen drin an dem großen Rastplatz von Walmart. Ja, wir sind in 1-2 Minuten auch da. Im Walmart bring mal ein Bier mit, Alter. Oh ja. Gerne. Aber kommt ihr vom Öler hergefahren, oder? Vom Öler? Da ist eine Ölwerkstatt, da ist ein Öl. Keine Ahnung. Teil. Wir fahren ja auf 160, so viel kann ich dir verraten. Ja, wir sind auf 160 und biegen gleich rechts. 69. 160. 160, ja. Ja, dann kommt ihr genau da, wo ich meinte. Siehste. Perfekt. Läuft bei dir. Ist doch wunderbar. Wieso ist eigentlich meine Musik immer? Oh, da rechts fährt ein Zug. Ist es im Train Fever? Nee, nicht, ist dunkel. Truck Fever wäre auch noch nicht. Oder Bus Fever. Oder alles zusammen. Das nennt man dann Transport Fever. Richtig, das ist ja toll. Ob sowas irgendwann mal geben wird? Bestimmt. Ich glaube nicht. Ich positiv in die Sache schauen. Laut, wie heißt es? Oh, ich hab auch rot. Ja, so. Schranken. War Schranken. Ich hab auch rot. Ich hab euch Hopsen. Alter Schwede. Da ist ein Zug. Angeblich schaffen sie es doch nicht mehr dieses Jahr, das Spiel rauszubringen. Wieso, die Beta läuft doch schon. Lol, aber da fährt voll durch den Zug. Es gab große Probleme in der Beta. Ja, dann lass sie das so lieber nächstes Jahr rausbringen. Hauptsache, das Spiel ist fertig. Ja. Das ist nicht wie bei so die Gilde 3. Die erste Version von Terrain Fever, die war ja richtig kacke. Ich hab's erst vor einem halben Jahr gekauft. Eben abgebogen. Ich warte genau bei dem Schild Living Page. Steht nicht auf der Map verzeichnet. Als bessere Orientierung, wir fahren an der Werkstatt vorbei. Wir fahren jetzt die 98. Ich bin genau bei der Werkstatt. Dann fangen wir dich ab. Also ich bin ja auch ein großer Fan von Die Gilde. Ne? Jetzt kommt auch Die Gilde 3, sollte eigentlich dieses Jahr noch rauskommen. Jetzt haben sie es verschoben aus erste Quartal 2017. Und ich bin ganz ehrlich gesagt, bin ich froh darüber, dass sie es machen, weil heutzutage bringen viel zu viele Spielehersteller eine Alpha-Version raus. Und unfertige Spiele. Unfertige Spiele. Ganz bescheidenes Thema. Dann lass sie doch damals lieber noch 3 Monate brauchen und das Spiel ist fertig. Ja. Ja. Dann ist das halt. Dann warten wir halt noch ein bisschen da drauf, aber. Ich finde es jetzt von Ark richtig böse. Ich habe mir wohl auch geholt, das DLC, aber ich finde es echt böse, da kommt ja. Das fand ich ein bisschen böse. Das Spiel ist noch im Early Access und da ist jetzt nochmal 20 Euro für ein DLC gezahlt. Echt? Ja. Muss jemand hier abliefern oder direkt weiter? Ich muss abliefern. Deshalb bin ich direkt da vorne an der Street. Wart ja nicht mal mehr LKWs? Da kommen noch welche, die hatten den Zug vor sich. Ja, Bahnübergang Synchro. Genau. Wer ist denn Solomon? Ich. Oh, sorry. Ja, ich konnte gerade noch ausweichen. Park da gemütlich wieder auf die Straße und auf einmal kommt noch ein Truck. Oh, hier ist eine Baustelle.
Ja. Wenn ich ankomme, bin ich Konkurs nur von roten Ampeln und. Ja. Ja, Solo muss halt nochmal einen neuen Spielstand so machen. Das ist halt schwierig, direkt im Multiplayer zu starten. Ich spiele ein bisschen Angsthase mit dir, merkst du schon, wa? Gleich. Oh! Ich hab's auch noch aufgenommen. Oh nein, sorry. Man muss ja auch gucken, ob du aufpasst, ne? Ja, mein Netz ein und auf Kante warten. Deswegen sind wir alle irgendwo hinten reingenascht. So, ausgezeichnet. Da sind nochmal 350 EP zumindest mitgenommen. Vor Level 19, das ist auch schon mal gut. Habe ich jetzt noch irgendwas Sinnloses hier, was ich mitnehmen kann? In Page. Gar nichts. Das wage ich zu bezweifeln. Irgendwie. Nee, hier ist er mau. Ja, irgendwie ist aber meine Trailer-Auswahl auch er mau. Ich fahre mal nach vorne und guck mal, was da so meine Auftragsliste da vorne sagt. Ja, ich finde also, das immer doof, ohne Trailer zu fahren. Wenn ich beim Frachtmarkt das wäre, ich habe hier drei Angebote. Macht ja nichts, dann würde einer reichen. Na, siehst du, habe ich doch schon drei Stück. Basto, Juma, Tuxen, Reno. Ich habe auch eine Juma angenommen. Nee, ich nicht, ich fahre ja gleich nicht mehr weiter. Ich auch nicht. Ne, noch abliefern und dann. Mödin, angenehme Nachtruhe, schön, dass du reingeguckt hast. Kannst du schon hinten dran? Ja, gleich. Das ist nur noch ein Trailer, ne? Ich habe nur den falschen jetzt gerade zur Auswahl. Aber ich wollte auch nur drehen, damit ich gleich mit dem Trailer losfahren kann. Ah, passt das? Nö. Daneben. Monk wird ungeduldig. Nein. Lothar, du bist ungeduldig. Du fährst schon über die Linie bei mir. Ich stehe hier die ganze Zeit. So, hoffentlich nur Kollision. Ja, passt. Gut. So, ich bin wieder angehängt. Ich sehe, wo er steht. Nichts überholen hier. Überholen geht mal gar nicht. Vor allem dennoch von rechts. So. Und jetzt machen wir nochmal richtig schön Kante in Vollbild. Oh, oh ja, Kante. Wo bist du? Vollbild kann er nochmal im Vollbild vor mir gleich stehen. Oder fährt dich um. Oder er fährt mich um, aber ich glaube nicht, dass er mich umfährt. Oh! Ich weiß es nicht, wo bist du denn? Regel. Ja, entschuldige, ich habe kurz was getrunken. Jetzt kommt der Wasserbeutel. Während der Fahrt trinkst du Alkohol? Nein, Mineralwasser. Ich glaube, da kommt Kante. Ist ja noch schlimmer. Da kommt Kante. Da kommt Kante. Wunderschön aufgenommen. Also wenn du ein paar Szenen für deine Farms brauchst, melde dich einfach. Sehen wunderbar aus. Ich glaube, ich hätte doch Kameramann werden sollen. Bist du doch. Nein, auf YouTube. Für andere YouTuber. Noch kannst du. Wollte gerade sagen. Ich werde Patronomius noch glorreich zu Ende führen. Du hast deine Zukunft selbst in der Hand. Was denn du? Ja, hast du gehört. Das ist in deinem Spiegel passiert. Was ist in meinem Spiegel passiert? An die Seite. Ja, ist ja gut, ich fahre ja schon beiseite. Ich lasse dich vorbei, Solomon. Wow. Oh, das war aber knappi, Papi, ey. Wow. Hier ist unser Wasserbeutel. Bist du umgefallen? Oh! Aha. Ich war nicht wieder auf dem Dach. Boom. Okay. Ja. Ich habe die kleinen Poller nicht gesehen. F6, F7. Werkstatt aussuchen. Wo komme ich hin? Nach Page. Oh. Ja, ich fahre mal hier vorne rechts an und wir warten. Danke. Hat sich auch zerlegt. Ja, ich bin am Poller hängen geblieben. Böser Poller. Ich weiß gar nicht, wen bin ich denn jetzt reingefahren, wer hat durch mich Schaden kassiert. Monk. Aber ich habe keinen Schaden bekommen.
Schlechte Idee, zeigt gleich anzufahren. Wie kann das dann nur Kulissenzone? So. Wir müssen ja Wasserbeutel fährt einfach vorbei. Wasserbeutel als Geisterfahrer. Ja, Wasserbeutel muss wohl mal tanken. Ich biege hier links ab, nicht, dass du mich jetzt überholen willst. Nö, ich bleib hinter dir. Die Strecke habe ich nämlich noch nicht aufgedeckt. Junge, Können wir auch gleich bei der Tanke warten? Ich bin's nicht, dich ja. Oh, Alter Schwede, du warst da Ewigkeiten nicht mehr hier. Moin! Alter, schiebst du mich jetzt um die Kurve hier oder was? Du hast komisch ausgeholt. Ja, wie ein Mann. Ausholen wie ein Mann. Ja, uns geht's super, Alter. Also ich kann nicht klagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin entspannt. Hatte mal wieder Zeit, ein bisschen mal Spiele mal für mich zu zocken, die ich dann gleich wieder gestreamt habe. Aber ansonsten, finde ich, läuft das durchaus sehr gut. Genau, in der Kurve überholen, Warnblinker. Es ist Nacht, ich sehe die Kegel vom Gegenverkehr. Das habe ich der Polizei auch so begründet, dann habe ich keinen Führerschein in Zug bekommen. Du hast einen Führerschein gekriegt? Ja. Hab ich dir das nie erzählt, Kante? Nee. Ich bin von der Nachtschicht nach Hause und dann ist vor mir einer auf der Landstraße mit 50 getuckert und es war 100 erlaubt. Dann bin ich an einer leichten Kurve, also man hat wirklich drüber gesehen, an dem vorbeigezogen. Und auf einmal kam ein Auto entgegen. Es hatte so blaue Lichter auf dem Dach und musste bremsen. Hatte seine Blaulichter angemacht, eine 180-Grad-Drehung, Martinshorn rein und ist mir hinterher. Das ist gut. Ja. Und dann kam der Polizist zu mir und hat gesagt, die wissen schon, dass sie mich gerade fast kaputt gefahren haben. Und ich habe gesagt, ja, aber ich habe dein Licht schon gesehen. Dann durfte ich weiterfahren. Ja, das war gut. Sich mit Schäden anzulegen. Da ist eine Kante. Kann immer ein Vorteil sein. Habe ich dich ausgebremst? Da wäre fast einer gekommen. Habe ich mich hardcore ausgebremst. Aber richtig hardcore. Fuck. Auf einmal steht der Hänger. Auf einmal. Weißt du, das war nicht so vorsichtig. Du bist bei mir abrupt stehen geblieben. Ja, klar. Weißt doch, blinken, bremsen, rumziehen, weiterfahren. Wer bremst denn? Ja, andere machen erst bremsen, dann überlegen sie, oh, ich hab ganz vergessen zu blinken und dann biegen sie ab. Oh, ich hab ganz vergessen, ich muss doch gerade ausfahren. Ja. Das sind die Besten. Und der Klassiker ist, du fährst mit dem Bus von der Haltestelle los, machst Blinker links, dich überholt noch einer in Harakiri, biegt vor dir rechts ab in die Straße. Klassiker. Ups. Täglich passiert mir der Kram. Ups. Motorfehlfunktion. Hast du dich auch noch da? Ja, Padre. Ist doch eine gute Aufnahmeposition, oder? Ich habe gedacht, ich kann ihn nicht. Oh. Wer hat jetzt gerade versucht? Monk. Monk ist schuld. Ich habe gerade nach hinten geguckt. Oh, Padre. Ich fahr doch schon. Padre spielt Schildkröte. Kopfaufnahmen für die Aufnahme. Ja. Bin ich denn jetzt gelandet? Mal Kopfaufnahmen. Weit weg von uns. Lieber Kopfaufnahmen. In Pelt oder in Kingman? Ich glaube, ich bin in Phoenix. Blackstaff. Blackstaff. Auch nicht schlecht. Ja, sehr weit. Joa, wir kommen halt schnell hoch zum Kent Canyon. Strecke müsstest du ja langsam wissen. Mittlerweile. Wisst ihr, was mich freut? Das leckt nicht mehr so stark. Ja, hier hinten ist echt FPS schonend. Ich meine, von meinem Internet. Momentan ist es sehr geschmeidig. Hier hinten ist ja auch kaum was los. Oh.
abgeschweift. Was? Nichts los, hier ist gerade noch ein Konvoi unterwegs. Wo das denn? Bei mir hier. Da waren gerade 5 LKWs, wo in Reih und Glied gefahren sind. Langweilig. Nur 5? Oh, ich bin während dem Fahren eingeschlafen. Nice. So, auf einmal war rechts rum, ne? Hinten schön am Grand Canyon längs, dachte ich. Ja, ich muss hier vorne abheben. Okay, dann fahre ich rechts rum. Schön am Grand Canyon längs. Den Grand Canyon sind wir hierher gefahren, genau. So, meine lieben Zockerfreunde. Und hier hat sich SCS schwer ins Zeug gelegt. Wenn Sie jetzt rechts aus dem Fenster schauen, sehen Sie den Grand Canyon. Und damit man das nochmal genau sehen kann. Das hat mich fasziniert hier. Weil wir schenken hier mit dem Dings. Biegen wir hier nochmal rechts ab. Und fahren hier nochmal auf den Sightseeing-Punkt. Ich bin gemein, der kommt von vorne. Wie kommt man denn hier raus wieder aus dem Graben? Aus dem Graben? Gar nicht. Da bewegt sich so langsam, ganz langsam. Ganz schwierig. F7 Enter. Haben wir hier noch eine schöne Aufnahme? Oh ja. Denk dran, hier kommt noch eine Baustelle. Das ist aber wirklich weit hergeholt. Ich sehe mich hier nicht mal. Ich muss hier noch mal eine Fracht jetzt abgeben, gerade noch schnell. Und ist der Grand Canyon so schön, wie ihn alle sagen? Ja, klar. Wunderschön, selbst bei Nacht. Jeder von dir schon wieder. Na, kommst du nach Hause? Hallo, klar, Typ, mach auf. Ich schlaf doch nicht andauernd ein am Steuer. Kann man da nicht rauffahren? Na, wo nee. Kann man rauffahren? Ich dachte, man kann da vielleicht runterfahren. Nee. Also hier hätte ich gedacht, dass sie die Außenkameras ein bisschen schöner machen, finde ich. Das haben sie echt verschludert. Ja, hier wäre jetzt natürlich meine Flycam richtig cool. Deine Ersatzflycam ist schon auf dem Weg. So. Die braucht aber noch 4 Stunden. Die fährt schon mit Gelblicht und Vollgas. Das Licht da oben. Sieht aus wie ein Zeppelin. So, das war's stehen. Jetzt von ATS soweit. Ich glaube, die letzte Folge ist ein bisschen kürzer geworden. Das macht aber nichts. Ja. Der Patrick ist noch unterwegs. Da will er auch den Grand Canyon noch mal sehen. Wo kommt der Loda schon angefetzt? Ich liege schon wieder auf dem Dach. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ist der Wasserball? Auch wenn ich da auch? Bin. Ich bin im Grand Canyon, liege auf dem Dach. Ja! Ich sehe euch sogar am Horizont. Da ist noch der... 3 Meter hättest du Abstand. Solomon. Ja, aber ich liege auf dem Dach. Monk. Also ich hier nicht mehr wegkommen. So. Jetzt sind wir aber am Ende von ATS. Für heute Aufnahmesession und auch von dieser Folge. Ich bedanke mich bei den Zuschauern, die live dabei waren, die so lange hier durchgehalten haben und mich so unterstützt haben. Des Weiteren bedanke ich mich bei allen, die mitgefahren sind den ganzen Abend und hoffe, dass ihr im nächsten Konvoi wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich einen Daumen hoch da und schaut in die nächsten Folgen und in die nächsten Streams auch hier auf Twitch und auf YouTube hinein. Doch, das war's von mir. Bis denn. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.